Der Kulturnauer Sommerauftakt führte auf direktem Wege in die Veranstaltungshalle, wo Reinhard Nowak mit seinem kabarettistischen Programm endlich nicht nur die Lachmuskeln der Turnauerinnen und Turnauer, sondern auch darüber hinaus strapazierte. Das Programm heißt ja endlich, auf was müssen da die Leute gefasst sein? Naja, endlich in Turnau kann ich sagen, also ich war noch nie da. Das Programm heißt endlich und endlich wieder spielen. Ich meine, das geht eh schon eine Zeit lang, aber es ist ja eine Zeit lang nicht gegangen. Und ein bisschen geht es im Programm darüber, über die Corona-Zeit, über die Lockdowns, was ich da gemacht habe, über die Bewältigung der Lockdowns und der Pandemie, was da alles passiert ist daheim und, oder auch nicht. Und ja, es ist eine Aufarbeitung quasi meiner Pandemiezeit, die zwar schon jetzt eine Zeit her ist und das Programm ändert sich ja immer von Mal zu Mal. Und aber ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Aber das gescheit wird, Gott sei Dank, dann bin ich froh. Ja. Nein, wie gilt es ja, jeder Kabarettist ist noch 5 Minuten ohne hörbare Reaktion aus dem Publikum ein nervliches Wrack. Ja. Da vergisst er die Kugel, das ist ja furchtbar, aber keiner lacht. Dann bin ich froh, jetzt bin ich beruhigt. Ui, da geht schon eine. Das ist ja so nur so schlimm war es jetzt. Schmusen, Hand geben, umarmen, essen, trinken, Feste feiern, Begräbnisse. Alles, was uns Spaß gemacht hat, haben sie uns verboten. Ja, alles, ein Wahnsinn bitte. Der Hauptsache, man hat 2 Nächte mit 10 Leuten ohne Probleme feiern dürfen. Aber wer kennt schon 10 Leute ohne Probleme? Oder wer weiß, was 4 Beine hat und fliegt? 2 Vögel. Am Anfang zur Auflockerung, ja. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. Ah, kommt ein bisschen besser. Ja, mein Gott, das war schon ziemlich zart. Gell. Das, ich weiß nicht, wie es für euch war, aber für mich war das irgendwie diese Lockdowns. Das Schlimmste war ja die Zeit, ja, die nicht zu Enden gehen wollende Zeit. Ordnungshalber muss man schon sagen, der Name Nowak taucht ja nicht nur in Kabarets auf, sondern da ist ja noch vieles mehr. Aber ich bin halt Schauspieler eigentlich, habe zwar mit Kabarett begonnen, aber habe eine Schauspielausbildung, spüre immer wieder in Filmen und in Serien mit, die man ja wahrscheinlich auch kennt. Kaiser mit Blues, Lottosieger, Deutsche Vita, dann zuletzt die Lottosieger, habe ich schon gesagt, den Teschek. Und Steirer Krimi habe ich mitgespielt beim letzten. Und ja, und sonst spiele ich Tennis in meiner Freizeit und ab und zu Golf
Und ja, sonst, ja, weiß nicht, in der Pandemiezeit habe ich mir überlegt, was könnte ich denn sonst machen außer Schauspiel, weil da waren ja die ganzen Bühnen waren zu und ich habe meinen Beruf nicht ausüben können. Aber ich dachte, was mache ich jetzt? Lass ich mich umschulen auf Parksheriff oder auf Postler? Und nein, weil ich mir dachte, nein, mir macht der Beruf so viel Spaß, dass ich eigentlich nichts anderes machen möchte. Und ja, dabei geht es ja noch aus. Mein Auto-Mechaniker zum Beruf. Oh, was ist das? Das Problem ist größer, als ich geglaubt habe. Ihr Batterie braucht ein neues Auto. Für 20 Jahren. Für 20 Jahre hätte ich für nur 5 Euro Müll, Eier, Milch, Brot, 2-3 Flaschen Wein, ja, was weiß ich noch, und Kilo Erdäpfel aus dem Supermarkt mit heimgebracht. Heute haben sie überall Überwachungskameras. Ja, und das Beste, Novak war auch bei Dancing Star. Dancing Star, ja, gut, der Tanzen zählt jetzt nicht zu meinen großen Talenten. Also ich bin ja eher auch sehr unmusikalisch, muss ich sagen, habe kein Rhythmusgefühl. Aber damals, wie sie mich gefragt haben, haben wir gedacht, ja, ich nehme die Herausforderung an und probiere und schaue, wie weit ich komme als völlig untalentierter Nicht-Tänzer. Und habe es zumindest immerhin in die vierte Runde geschafft. Also die Tanzpartnerin, die Profi-Tanzpartnerin von mir ist ziemlich verzweifelt. Die war ziemlich, ja, ein bisschen seltsam unterwegs, weil sie glaubt hat, ich relativ bald eine Verletzung gehabt, weil das ist ja sehr anstrengend und du musst einfach wirklich fit sein und wenn du die ganze Zeit umeinander hufst, in einem Sportort quasi, die du nicht gewohnt bist. Ich habe gleich mal eine schwere Sehnenzerrung und Entzündung gehabt, die ich fast nicht auftreten können und geschweige denn tanzen. Und sie hat geglaubt, die Kelly Kainz hat geglaubt, ich täusche die Verletzung vor, was natürlich ein Blödsinn war. Und ja, aber ich habe es dann trotzdem in die vierte Runde geschafft, da bin ich dann leider beim Slow Fox ausgeschieden. Ja, da haben sie alle schon gesagt, ui, Slow Fox, das ist, da musst du aufpassen. Das ist ein schwieriger Tanz und halt ein fader, langweiliger Tanz. Und da sind viele ausgeschieden schon beim Slow Fox. In diesem Kabarett führen wir eine mittlerweile jahrelange Tradition von Kabarettabenden weiter und das ist eben, wie gesagt, der erste Programmpunkt dieses Kulturnauer Sommers. Ein nächster Punkt ist die Wanderausstellung, sogenannte Geranprose. Hier werden interessante Bauprojekte in der Steiermark präsentiert. Ein weiterer Punkt Anfang Juli ist unser Markttag. Das ist eine Veranstaltung, die sich über 3 Tage zieht, von Freitag bis Sonntag. Dann haben wir zusätzlich noch einen Jazzbrunch, der wird im August stattfinden. Und abschließend dann im September gibt es eine Präsentation über die Zipser. Die Zipser sind eine Volksgruppe aus Rumänien und da hat der ehemalige Ö1-Chef Peter Klein ein Buch darüber geschrieben, der selbst seine Wurzeln in dieser Volksgruppe hat oder seine Eltern mehr oder weniger und das Buch präsentiert. Jedenfalls auch in Zukunft viel los in der Marktgemeinde Turnau und der Start in den Kultursommer mit Reinhard Novak ist voll und ganz gelungen. Das war die Kiste, ja. Ich glaube, es passt jetzt gerne für die Herren. Gut, ja, dann war's das jetzt. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Es hat mir wirklich so eine sehr gefreut, hier sein zu dürfen mit euch und ich hoffe, euch unterhalten zu haben. Also, ich glaube, ich habe ein bisschen Wochen müssen aufschauen. Sehr Sinn und Zweck. Gut, ja, also kommt's gut nach Hause, es freut mich sehr. Und, ja.